Hallo Leute, willkommen zurück zu meiner Liga mit Kai Pratt. Wir haben gerade schon mal versucht, das Union-Spiel aufzunehmen. Es war eine Katastrophe. Union ist so viel schlechter als Bayern, dass Kalipat keine Chance hatte. Es hat absolut keinen Spaß gemacht. Es war, als hätte ich gegen einen inkompetenten CPU gespielt. Meine Spieler waren inkompetent, seine Spieler waren inkompetent hoch 3 Millionen. Es hat absolut keinen Spaß gemacht. Deswegen haben wir jetzt entschieden, abzubrechen und direkt das Frankfurt-Spiel zu spielen. Frankfurt ist sogar besser als Hertha. Er hat mich schon oft mit Bayern gegen Hertha, hat er mit Hertha schon gewonnen. Ich habe mit Bayern schon gewonnen. Das ist sehr viel ausgeglichener so. Alter, was ein Keeper. Bei Paris, ne? Als Ersatzkeeper. Der war bei Paris als Ersatzkeeper. Ja. Okay. Das ist nicht schlecht. Kostet so schnell. Komm, der ist schneller als Süle. Ja, Süle ist halt auch nicht der schnellste. Warum ich gerade Martinez bekommen habe. Oh, scheiße. Oh Gott, alter Süle. Der war. Ja, versuche in diesem Spiel nicht zu fluchen, dann muss ich das nicht bearbeiten. Okay. Also wenn du fluchst, dann einmal, dann kannst du danach auch weiter fluchen. Aber man merkt, die lassen sich komplett anders spielen. Ja, man merkt den Unterschied. Also im anderen Spiel hatte ich jetzt schon ein Tor, glaube ich. Ja. Oder besser gesagt, also das Spiel fand quasi immer... Oh. Alter, das war aber auch von... Das war knapp, das war Hummels. Das war von beiden Seiten nicht besonders gut gemacht. Hummels war gerade noch so dran. Wäre Hummels nicht dran, dann... Ich rede von Neuer. Achso. Also defensiv beschwere ich mich quasi nie über Hummels, sondern immer über Neuer. Okay. Wenn ich mich über meine Defensive beschwere, ist es eigentlich Neuer und nicht Hummels. Hummels macht in dem Spiel echt eine gute Figur. Neuer benimmt sich, als wäre er zum ersten Mal Keeper in einem richtigen Spiel. Sehr oft. Gerade warum Hinteregger nicht zum Ball gegangen ist und als er den Ball hatte... habe ich außerdem A gedrückt, weil ich dachte, er hat den nicht. Ja. Ah, das wusste ich. Komm, ran da. Abseits. Ja. Ich sehe die Flagge. Lol, kein Abseits? Doch, die Flagge war oben. Nein, das war Abstoß. Aber ich habe die Flagge vom Linienrichter gesehen. Ja, der zeigt es immer auch auf Abstoß. Aber. Das ist ja hilfreich. Okay, da beschwere ich mich über Hummels. Da stand er im Weg. Ich habe auf Ballabnahme gedrückt. Ne, ich habe auf Passen gedrückt. Egal, er hätte trotzdem... er stand im Weg, er ist aus dem Weg gegangen in dem Moment, in dem ich auf den Knopf gedrückt habe. Warte mal. Da sieht man es nochmal. Ja, also Hummels ist komplett... Das war deutlich Hummels Fehler. Ich hatte einfach zu viel Freiraum. Ja, und dann war das Tor. Das war ein Hummels Fehler, eindeutig. Und ich habe gerade noch gesagt, ich beschwere mich nicht über Hummels eigentlich in der Defensive, weil der echt eine gute Figur macht. Ist auch einer meiner besten Spieler. Der ist. Huch. What? Wieso war das kein Foul? Ich meine, Müller hat sich flach gelegt. Wegen deinem Spieler. Das war zwar nicht absichtlich von deinem Spieler, aber es war trotzdem foultechnisch gesehen, oder nicht? Huch, falscher Spieler. Also, ich weiß es jetzt ehrlich nicht. Das ist eine ernst gemeinte Frage, ob das jetzt ein Foul war oder nicht. Weil dein Spieler ist ja schuld daran, dass Hummels sich flach gelegt hat und er hat nicht den Ball gespielt. Ich würde doch, hat er. Also das ist jetzt eine erstgemeinte Frage. Der natürlich hat er nicht Hummels gefoult absichtlich, aber meiner Ansicht nach ist trotzdem frei. Ich weiß es nicht, es ist grenzwertig. Manche Schiedsrichter würden das abpfeifen, manche nicht. Wie gesagt, also das ist jetzt mehr eine Frage, wie das definiert ist. Wie ist der nicht drin? Wieso geht er da mit dem Fuß drin und nicht mit dem Kopf? Also, das Tor würde ich jetzt mal sagen, war verdient. Da waren drei Spieler in meinem Strafraum und der hätte eigentlich drin sein müssen. Alter! Ich frage mich A, wieso ist Müller zum Ball gegangen, nicht Lewandowski? Lewandowski stand besser. Und B, wieso geht Müller dann nicht mit dem Head-Dive rein? Nein! Wieso ist keiner meiner Spieler an den Ball gekommen, Alter? Hey, wieso verliert denn der Costa jetzt wieder? Der war doch vor Coman. Wir können es uns alles nachher nochmal im Video angucken. Huch, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, ich auch. Vor allem, wieso der Ball so scheiße geschossen wurde von Dings Thiago. Ich mag Thiago echt, aber in diesem Spiel
In FIFA 16 war der richtig, richtig geisteskrank stark. In diesem Spiel stellt er sich genauso bekloppt an wie Neuer. Teilweise. Also sie stellen sich einfach dumm an. Und das liegt nur an der CPU. Das liegt nicht am Spieler selbst, weil die anderen Spieler auf den Positionen stellen sich nicht so bekloppt an. Also die Torhüter schon manchmal, aber das ist mehr das ist so ein allgemeines Torhüterproblem. Dass sie sich alle immer irgendwie ein bisschen bekloppt anstellen, weil du die Torhüter irgendwie nicht gut steuern kannst. Alter, was ist denn das hier für ein Hin- und Her-Spieler? Ey, was? Ich frag mich, wie deine Spieler immer von hinten so den Ball abblocken. Das passiert aber bei meinen auch relativ häufig. Von daher, also das passiert in FIFA viel zu oft, statistisch gesehen. Ah, scheiße. Ich meine, es passiert auf beiden Seiten zu oft, was es irgendwie wieder ausgleicht, aber trotzdem. Von hinten den Ball abnehmen ist enorm schwer. Das können wir beide mit Erfahrung sagen. Ja, und die machen das so einfach ganz einfach. So, ich meine, ja, das sind Profis, aber du musst bedenken, der andere ist halt auch ein Profi im Verteidigen. Ja. Deswegen sollte es die Statistiken relativ gesehen wieder ausgleichen. Oh. Ja! Das war gut. Den hätte er eigentlich annehmen sollen und dann mit dem Volley. Aber egal, er ist drin gegangen. Ich beschwere mich nicht. Na, Thiago, wenn man vom Teufel spricht. Ja. Aus der Position, wenn der Thiago da den Ball bekommt... Hinteregger ist einfach weg von Thiago gegangen und dann war der Kopfball einfach zu platziert. Ja, und du siehst es wieder. Das zweite Tor, was passiert ist, mein Verteidiger oder ein Spieler, der verteidigt hat, in dem Moment nicht richtig gehandelt hat. Er ist nämlich weggegangen und damit sind die beiden Tore eigentlich CPU-Fehler. Boah, was war das jetzt? Hä? Also der Ball war nicht so stark, dass er sonst ins Tor gegangen wäre. Da war ja auch noch Neuer im Weg. Ja, nee, ich hab mich gerade nur gefragt, warum der aufs... Nee, egal. Lol. Das ging mir darum, was meine Kommentatoren gesagt haben. Ach so. Gerade noch so ein Tor verhindert. Nee. Das haben sie nicht. Die haben nicht gerade noch so ein Tor verhindert. What? Also, sorry, aber da war keiner meiner Spieler im Weg, ne? Ja. Das war komplett dein Spieler, der einfach den Ball nicht aufs Tor geschossen hat. Was ja wieder ein richtig dummer CPU-Fehler ist. Das ist... Ja. Ja, okay, das war ein Foul. Ob beabsichtigt oder nicht, ist jetzt egal, aber das war ein Foul. Oh lol, Silva ist verletzt. Hä, ist das Silva verletzt? Ich weiß es nicht. Ich muss den aber auswechseln. Das ist einfach so... Oh, Alter, Süle. Mann, wieso passen du nicht zum Müller? Was bist du denn für ein Yoda? Warum passen du nicht zu Müller? Warum du nicht zu Müller passen? Nein, aber im Ernst, Müller stand halt viel besser. Falscher Spieler, du solltest nach außen. Ja, ist mir auch gerade passiert. Und what the fuck, was war das denn bitte für ein Pass zu Gnabry, Alter? Da war ja mal... Falscher also. Spieler, Mann, du solltest wieder nach außen. Ey, du... Nee, ich wollte ja nicht beleidigen. Weg ist der Ball. Serge Gnabry. Jetzt Randa. Alter, wieso... Alter, die stellen sich aber heute alle beide Mannschaften wieder blöd an. Also so ein bisschen, nicht so schlimm wie im letzten Spiel. Da haben die sich beide echt wirklich angestellt, als wäre es ihr erster Tag als Fußballspieler. Und die einen sind halt gute Fußballspieler und die anderen sind halt scheiß Fußballspieler. Ich hätte noch einen Schritt nach vorne machen können. Dann wäre der vielleicht stärker und platzierter gewesen. So natürlich leichtes Spiel für Neuer. Ja, und Lewandowski läuft auch wieder nicht nach vorne. Also Lewandowski hält sich halt einfach immer zu nah bei der Abwehr oder ist nicht bereit, nach vorne zu gehen in dem Spiel. Das ist mir schon öfter aufgefallen. So kannst du halt von Gnabry nicht einfach mal kurz einen Pass nach vorne zu Lewandowski machen. Ja, und bei seiner und vorhin konnte Lewandowski auch einfach durch seine Abwehr durchspazieren. Ja, das ging so einfach. Aber die haben auch nichts gemacht, die haben auch nur zugeguckt. Also sie sind hinterhergelaufen und haben zugeguckt. Also sie standen nicht rum und haben zugeguckt. Oh, das ist so ätzend, dieser Kontrast von hell auf dunkel. Ja, von dunkel deswegen, auf das triggert mich so hardcore, deswegen spiele ich am liebsten. Alter, Neuer, Torwartfehler, ja, sorry. Nee, ja, schon, aber... Neuer war nah genug dran, um den Ball... Das war 1 gegen 1, das siehst du gleich. Der hat ihn über, also so seitlich, guck mal, das siehst du jetzt. Keine Chance für Neuer. Ja, okay, aber er ist viel zu defensiv geblieben. Er hätte direkt volle Möhre auf den Ball gehen sollen. Das war doch noch im 16er, oder nicht? Da darf er den doch einfach wegtackeln.
Ja, grenzwertig. Er darf also ich meine, er hätte ein bisschen aggressiver reingehen können. Und dann hätte er den Ball gehabt. Weil er dann halt, weißt du, er ist halt langsam zugegangen. Er ist nicht zugesprintet mit der Intention, auf den Ball zu gehen. Sondern er ist halt hingegangen mit der Intention, den Ball zu blocken. Wenn er geschossen wird. Stell mal vor, ich sehe, wie du mit Neuer rauskommst. Schieße in dem Moment. Huch, was war das? Du engage, der Ball fliegt an Neuer vorbei und er rempelt meinen Spieler um. Und der Ball landet nicht im Tor, dann wäre es ein sicherer Elfmeter gewesen. Nicht, wenn es im Elfer, nicht wenn es im Dings gewesen wäre. Im 16er. Na klar. Wenn Neuer den Ball nicht berührt, ist es ein Foul. Das ist klar. Ich meine, früher hätte man uns erklärt. Lol. Ah, Abseits. Ah, ich dachte schon. Aber eigentlich hat, also im 16er hat der Torwart absolute Hoheit und im Strafraum darf er den Ball auch, also er darf ihn auch schon aggressiver engagen. Ich frag so haben mich wir gerade, es. Wie ich den bekommen habe. Ich auch. Ich habe B gedrückt, weil zum Tackeln, aber er hat irgendwie geschossen. Achso, nee, das ist nicht so. Der war im Aus. Nee, es war ein Foul. Frechstoß? Hä? Warum? Ich bin in deinen Spieler reingerannt. Ja, komm, also das war. Ja, ich bin aber. Alter, wo geht der denn hin? Das ist ja einfach mal gar nicht dein, wo ich hingezielt habe. Ich habe zu Müller gezielt. Hä, wieso? Okay. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Immerhin gehen die zum Ball. Natürlich, Alter, was ist das denn für ein okay, fucking Pass? Das nehme ich zurück. Was? 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 Schon wieder? Das ist das zweite Tor, was so nicht reingegangen ist. Alter, zieht, wie er zieht. Lol. Alter, das war Süle, ne? Und schon wieder war das ein Kackpass. Lol. Alter, schon wieder Süle. Ich benutze Süle nicht mehr, Alter. Fuck you, ich benutze Süle nicht mehr. Der kann in dem Spiel nicht passen. Der hat deinem Spiel den Ball abgenommen, nur um ihn danach wieder zuzupassen. Was ist das denn für ein Abwehrspieler? Ich wechsle ihn jetzt aus. Ey, der stellt sich ja ultra inkompetent an. Was ist das denn? Ey, das ist doch. Wenn ich mal. Achso, doch, ich habe ja schon einmal gewechselt, aber ich muss aufpassen. Alter, was ist das denn für ein Inkompetenter? Ey, sorry, ich mag Süle im echten Leben auch. Echt, das sind alles Top-Spieler und so. Aber in diesem Spiel. Oh Gott. Das war ein Fehler. Ja, und Lewandowski hat wieder nicht geschossen, obwohl ich auf Schießen gedrückt habe. Das passiert in FIFA viel zu häufig. Ah, falscher Spieler. Es ist einfach, es zählt nicht die Eingabe des Inputs, sondern die Eingabe, wann der Spieler den Input umsetzt. Was ich halt. Ach komm, und dein Torhüter hält solche Dinger und Neuer nicht. Obwohl Neuer ein besserer Torhüter ist. Ach komm on! Was ist das denn? Oh nein, mein Spieler ist verletzt. Nee, doch nicht. Abseits. Oder nein. Okay. Oder doch, doch. Oh, aber das war knapp. Das war ein knappes Abseits. Alter, das war gerade ein bisschen. Alter, was war das denn? Da hat Lewandowski sich einfach den Ball abnehmen lassen. Ah, scheiße, das war zu früh. Ja, Bruder, das macht Lewandowski nicht so mit. Also verarschen. Oh, Junge. Alter, das war nicht mal ein Foul, what the fuck. Der hat einfach 3 Meter lang weggeschoben. Der hat einfach 3 Meter über das Spielfeld geschoben, Alter. Wie beim American Football. Hast du schon gehört, Boateng? Also Brüder Boateng und Jerome und Kevin Prinz wollen ihre Karriere in Berlin enden. Ich habe kein Wort verstanden. Irgendwas mit Kevin, Jerome, Boateng. Ja, genau. Beenden. Kevin Boateng und Jerome Boateng wollen ihre Karriere bei Hertha beenden. Lol, warum? Ja, weil das Berliner sind. Ach so. Da haben sie ihre Karriere gestartet. Und wieso steht da keiner von deinen Spielern? Nein! Ey, come on, das war jetzt der Ausgleich dafür, dass ich schon extrem oft lächerlich den Ball nicht ins Tor gekriegt habe. Oh nein. Hallo. Ja.
Das, war das Notbremse? War das der letzte Spieler? Nein, war es nicht. Okay. Weißt du, ich fand, eine gelbe war da schon drin, so wie Lewandowski sich hingelegt hat. Boah, da waren zwei meiner Spieler. Wer kriegt den Hummels? Okay, Hummels. Ja, aber Hummels ist auch einer der größten Spieler und der besten Kopfballer in der Liga. Hummels hat den doch nicht bekommen. Ja, okay. Das hättest du ja nicht die Ecke bekommen. Oh nein. Huch. Oh, Lex. Alter, das ist doch nicht wahr. Der stand da und ich habe auf Ballabnahme gedrückt und nichts ist passiert. Es lag. Ja, es lag extrem, es lagt extrem. Oh Gott. Wie? Wie? Das war so ein... Wie hat Neuer den Ball nicht bekommen? Neuer? Ich dachte, du regst dich gerade auf, dass Kimmich den nicht bekommen hat, weil ich den zur Seite gespielt habe. Guck. Ja, aber Neuer hätte den Ball doch gehabt. Der stand doch vor deinem Spieler. Dein Spieler hätte den Ball niemals passen dürfen. Der hätte sicher bei Neuer sein müssen. Der hätte eigentlich bei Kimmich sein müssen, aber Kimmich hat... Nein, bei Kimmich nicht. Also sorry, aber bei Kimmich, das war mir so ein Verzweiflungsausrutscher, dass der den von Kimmich, dass er da gegrätscht ist. Den hätte er nie bekommen im Leben. Nicht. Das ist Kimmich viel zu spät gegrätscht. Weißt du, wie knapp das war bei Kimmich? Der ist viel zu spät gegrätscht, der hätte ihn niemals bekommen. Das ist physikalisch nicht unbedingt... Na also, klar, hä? Hä? Physik, natürlich war das möglich. Nein, weißt du, wie langsam du grätschst im Vergleich zur Ballgeschwindigkeit? Du grätschst langsamer, als der durchschnittliche Ball sich bewegt auf dem Fußballfeld. Aber trotzdem, der Pass, der war ja auch nicht so krass. Und Kimmich ist schnell weggerutscht. Ja, aber den hätte, also... Lol. Alter, was ist das denn? Die stellen sich, also jetzt stellen sich meine Spieler echt inkompetent an. Heute. Vor allem, wieso habe ich nur zwei Schüsse bekommen? Ich hatte wenigstens ein Tor und zwei Bälle, die quasi Tore waren. Die halt aus irgendwelchen lächerlichen Gründen nicht reingegangen sind. Da müsste ich doch wenigstens drei Schüsse haben. So, rein statistisch gesehen, meine ich jetzt. Natürlich. Ich klicke auf Passen, was macht er? Er spielt den Ball zum einzigen Spieler, der gedeckt ist. Das meine ich, das muss Neuer öfter machen. So an den Ball gehen, bevor dein Spieler damit was machen kann. Und der ging einfach sowas von zum falschen Spieler. Ich bin gerade richtig am Ragen. So wie ich vorhin. Ja, weil es ist halt einfach, das wäre voll das ausgeglichene Spiel, würden sich die meine nicht ganz inkompetent anstellen. Ja, das wäre ein schönes ausgeglichenes Spiel geworden. So ist es halt echt einfach nur noch peinlich. Was ist das denn? Der hätte auch drin sein müssen von deiner Seite aus. Da haben sich meine wieder so dumm angestellt. Klar. Okay, ist der Costa schnell? Ich weiß das gar nicht. Ja, der ist schon schnell. Ja. Der ist ja auch außen. Außenspieler müssen schnell sein. Oh, das war knapp. Ja, aber... Ich meine, Ribéry ist auch Außenspieler und immer noch einer der Besten der Liga. Obwohl nein, Ribéry ist auch schneller als der Costa. Aber der Costa ist halt... Ja, aber generell, du hast doch gesagt, der eine Spieler, der war der... hatte eine 98er Geschwindigkeit und war langsamer als Gnabry, oder nicht? Ja, Mané, ne? Ja, also FIFA scheint das so ganz mit der Geschwindigkeit nicht so ganz kapiert zu haben. Wenn beide beim Maximum... LOL! Und Alter, sorry, aber die stellen sich heute echt inkompetent an. War nicht mehr geplant, dass ich Alter, das hier, ne? Wieso laufen die nicht zum Ball? Also ich meine, wenigstens bei Pässen sollten sie doch zum Ball laufen. Wenn sie den Ball schon nicht engagen, dann wenigstens bei Pässen. Hey, was macht der denn da? Huch. Gibt sich genauso inkompetent anstellen wie Thiago, als er den Ball verloren hat. Klar. Zweikampf. Scheiße, falscher Spieler. Oh, Hinteregger. Eigentlich mag ich das wieder nicht. Es ist einfach gerade so extrem lächerlich. Warum ich noch nicht... Also, sorry, aber das eine noch... Oh, lol, okay, das war faul. Das war faul, also... What, dafür gab es nicht mal eine Karte? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, sorry, aber das wäre für mich wenigstens gelb gewesen, wenn der Schiri extrem inkompetent wäre. Also, eigentlich wäre das rot gewesen für mich, sorry. Der hat dem einfach von hinten in die Wade getreten. Nee. Also rot ist schon übertrieben, aber gelb auf jeden Fall. Also sorry, aber von hinten in die Wade treten, das war halt auch nicht, der ging halt nicht mal zum Ball. Das war halt einfach nur Spielerschaden von hinten. Spielerschaden von hinten ist für mich immer rot. Ob das nun gefährlicher Spielerschaden war oder nicht. Aber für mich ist Spielerschaden von hinten
Es dient keinem anderen Zweck, als den gegnerischen Spieler zu verletzen. Und das ist für mich einfach absolutes No-Go. Bandit. Schau dir das Ergebnis an, Alter. Das kann ich doch so nicht hochladen. Das ist doch lächerlich. Das repräsentiert doch nicht im annähernd das Spiel. Also ich meine, ich werde es trotzdem so hochladen, aber... Es ist, ja, schaut euch das einfach an. Vergleicht es doch mal mit den anderen Spielen. Was macht denn der Kimmich? Die stellen sich so inkompetent an, Mann. Die sind, ich sag, das ist schon öfter eine Theorie, aber die stellen sich online inkompetenter an als offline. Was ist das denn? Oh nein, das war mein Fehler, ich bin weggerutscht. Und Alter, der trifft schon wieder nicht und dein Torhüter hält die Scheiße schon wieder. Komm, der Schuss, der war auch schwach. Ja, aber das war Reveries Schuld oder der CPU Schuld. Ich habe halt auf guten Schuss gedrückt. Hätte ich noch stärker gedrückt, ich weiß nicht, warum der Schuss so schwach war. Der wäre 100% reingegangen. 10 Schüsse habe ich jetzt bekommen. 5 Schüsse aufs Tor. Schau dir das an. Einen Zweikampf habe ich gewonnen und du 25. Obwohl ich die Zweikampftaste öfter drücke als du. Wie kann das denn sein? Das weißt du doch nicht. Ich drücke die Zweikampftaste fast dauernd. Ich auch. Ich drücke sie nur. Ja, okay, aber trotzdem. Selbst dann. A und B gleichzeitig. Selbst dann müsste es ja trotzdem irgendwie ausgeglichener sein. Oder? Ich meine, schau dir das an. Ja, du hast immer mehr Schüsse als ich. Der Gegner hat bei mir fast immer mehr Schüsse als ich, weil ich besser im Abschluss bin. Das war aber schon immer so. Das ist jetzt nichts, was mich überrascht, dass er mehr Schüsse hat als ich. Der Ballbesitz ist relativ ausgeglichen. Das ist okay. Die Zweikämpfe absolut lächerlich. 5 Fouls und nicht eine Karte. Nur eine Karte finde ich extrem lächerlich. Vor allem, weil einige davon echt brutal waren. Lass mal international spielen. Ja, nee, ich bin jetzt erstmal die Aufnahme.